Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 277. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer fast bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Ja, hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück auch heute der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Heute klingt es vielleicht ein bisschen anders, weil wir eine Remote-Session aufnehmen, weil Alexa gerade nicht in Hamburg ist. Aber ich denke, die Qualität des Inhaltes wird für euch vielleicht über die leichtesten Einschränkungen des Tones hinweg trösten können. Und dann würde ich sagen, Alexa, machen wir erstmal weiter mit der Geschichte, die du diese Woche wieder rausgesucht hast, die ich ehrlich gesagt ziemlich verrückt finde. Ehrlich gesagt, ich auch. Der Woche. Die heutige Story, die zugegebenermaßen wirklich völlig verrückt schon direkt klingt, behandelt das Borkhild-Projekt. Und dieses Borkhild-Projekt besagt im Prinzip nichts anderes, als dass Hitler die Gummipuppe erfunden hat, um es mal so ganz platt auszudrücken. Dahinter steckt der Wunsch, dass der stramme deutsche Soldat ja mit seinem Trieb irgendwo hin muss, sich aber möglichst nicht bei irgendwelchen nicht-deutschen Dirnen irgendwas wegholen soll, also Syphilis zum Beispiel. Und insofern hat Himmler dann es übernommen, da Abhilfe zu schaffen und ein Projekt ins Leben zu rufen, mit dem man das verhindern kann. Und dann hat er jemanden beauftragt, einen SS-Arzt namens Joachim Mrugowski. Und der wiederum hat dann dieses Projekt durchgeführt und hat dann sich Inspirationen geholt, unter anderem auch bei damals bekannten Sportlerinnen, und hat dann eben diese Gummipuppe designt, die dem deutschen Soldaten es ermöglichen sollte, sich da irgendwie zu betätigen, ohne dass irgendwie was Schlimmes passiert. Wenn die Geschichte denn stimmt. Rausgefunden haben möchte das ein Journalist namens Norbert Lenz. Und man findet, wenn man das mal so im Netz sich anschaut, schon einige Informationen und sogar eine Internetseite dazu. Trotzdem hier nochmal die Frage an euch da draußen, stimmt's oder stimmt's nicht? Da habt ihr jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. Hitler und die Gummipuppe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Thema der Woche. Horrorpuppen ist das Thema der heutigen Episode. Und vielleicht gibt es unter unseren HörerInnen die ein oder andere, den einen oder anderen, der sagt, ja, ich kann Puppen auch nicht gut haben. Also ich habe damit gar kein Problem, weder mit Puppen noch mit Marionetten oder Bauchrednerpuppen. Aber es gibt Menschen, die haben damit ein Problem. Und wir wollen uns dieses Themas heute einmal nähern. Und Alexa hatte da den Grundvorschlag, das zu tun. Ja, das war so ein bisschen Masochismus meinerseits. Okay. Wieso? Das war, also es ist nicht so, dass ich jetzt in einen Raum nicht betreten kann, in dem Puppen sind oder so. Oder dass ich einen Riesenbogen um Puppen machen würde. Aber ich habe ja sowieso ein bisschen ein Problem mit Horrorromanen, Horrorfilmen vor allen Dingen und auch was Puppen angeht. Ich würde mir definitiv nie The Conjuring oder Annabelle oder sowas anschauen. Und die Anspielungen auf Horrorpuppen kommen ja in wirklich Tausenden von Serien vor. Bis hin zu Alf erinnere ich mich. Und selbst wenn das in so einer ganz anderen Serie, in einem ganz anderen Kontext auf einmal als Motiv auftaucht, dann wird es bei mir schon arg. Finde ich richtig, richtig gruselig. Ja, ich habe nicht so ein Problem, aber ich stimme dir natürlich zu, das ist ja auch bekannt, dass auch ich nicht so viel Freude an Horrorfilmen oder an Splatterfilmen habe. Insofern werden wir ein Stück weit heute so aus Buch oder IMDb oder Wikipedia-Wissen zitieren, weil wir natürlich über Filme, wo es um Horrorpuppen im weitesten Sinne geht, sprechen müssen. Aber wir haben die nicht gesehen. Die wir alle nicht gesehen haben. Da werdet ihr da draußen wahrscheinlich deutlich mehr im Thema sein, als wir das sind. Aber lass uns doch vielleicht mal mit einer ganz, ganz bekannten
Puppe starten. Also im Englischen würde man da zwischen Doll und Puppet noch unterscheiden. Das werden wir nachher nochmal ausführen. Und das ist die Annabelle-Puppe, die ja am Ende sogar ein dämonisches Eigenleben entwickelt haben soll, wenn man der Geschichte Glauben schenken darf. Sie ist sozusagen ein Vessel, also im Englischen wird gesagt ein Conduit, also ein Leiter für eine dämonische Präsenz, die aber eigentlich auf der Suche nach einem menschlichen Host ist, nach einem menschlichen Gefäß ist. Und das, der Fall hat, wie soll ich es jetzt beschreiben, ein angebliches reales Beispiel oder Vorbild. Also Annabelle werden ja viele eben aus The Conjuring und den anderen gleichnamigen Filmen kennen, also die eben nach der Puppe auch benannt sind. Das Ganze hat aber halt einen realen Hintergrund, der bis in die 70er angeblich zurückreicht. Und schon in diesem realen Vorbild wird eben diese dämonische Präsenz, die dahinter steckt, beschrieben. Das heißt also, dieser angeblich reale Fall ist nochmal ein bisschen anders gelagert als zum Beispiel bei diesem Chucky-Film, wo ja ein Serienmörder in eine Puppe einfährt und diese Puppe besetzt und dann natürlich die Puppe anfängt durchzudrehen und zu morden und so weiter. Aber vielleicht einmal kurz zur Geschichte von Annabelle. Da wiederum das Vorbild von Annabelle, die eine sogenannte Raggedy Ann-Puppe ist, da müssen wir, glaube ich, nachher dann nochmal genauer beschreiben und vielleicht erstmal die Geschichte von Annabelle selber erzählen, so wie sie von einem bestimmten Ehepaar kolportiert wurde immer. Yeah. Und dieses Ehepaar ist dem Huxilla-Universum auch nicht so ganz unbekannt. Das ist uns nämlich schon mal begegnet im Zusammenhang mit dem Amityville-Horror. Wir sprechen nämlich von Ed und Lorraine Warren, den angeblichen Dämonen- und Geisterjägern. Ja. Genau. Und die beiden haben in den Vereinigten Staaten, sind beide inzwischen verstorben, haben sie ein Museum für das Übernatürliche. Und in diesem Museum wird eben die Annabelle Doll ausgestellt. Die kann man da sich anschauen. Beschrieben von Ed Warren wurde es, dass sie erstmal, wie findet man sie vor? In einem Glaskasten, unter dem ein Zettel angebracht ist, auf dem steht, auf jeden Fall nicht öffnen diesen Glaskasten. In das Holz dieses Glaskastens sind verschiedene Gebete eingeritzt und Ed Warren hat häufiger dann auch diesen Glaskasten bebetet. Ed und Lorraine Warren, sehr gläubige Katholiken. Ja. Damit die Puppe, die dort in diesem Glaskasten sitzt, eben keinen Schaden mehr anrichten kann. Die Geschichte ist, beginnt im Jahr 1970, wo eine Krankenschwester-Schülerin diese Puppe geschenkt bekommt und sie mit in das Schwesternwohnheim nimmt. Und dort wohnt sie mit einer weiteren Kollegin zusammen in einer WG. Und dann begannen, so die Schilderung der Warrens, sehr merkwürdige Geschichten innerhalb dieser Wohnung. Also die Puppe hat sich innerhalb der Wohnung bewegt. Also wenn die arbeiten waren und abends nach Hause kamen, war die Puppe woanders, als sie sie gelassen haben. Man fand dann irgendwann ein Stück Pergament, auf dem Helft mir, also Help me in Englisch geschrieben stand. Und die beiden, so wird es dann weiter erzählt, hätten dann begonnen, ja, so mit Scotch Tape, also mit Tesafilmstreifen und so kleineren Fallen zu gucken, wer denn bei ihnen in der Wohnung ist, weil ihnen war natürlich völlig klar, hier muss jemand sich bei uns in die Wohnung reinschleichen, dort Dinge machen. Aber sie haben festgestellt, nein, da war niemand. Aber weiterhin war die Puppe also unterwegs und das eskalierte dann ein bisschen weiter noch, bis dann der Freund der einen Krankenschwester-Schülerin, die Namen, weiß nicht, hast du die gerade präsent, Alexa, die Namen der beiden? Also die eine hieß natürlich Donna, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Freund von ihr, Lou, genau, der Freund genau, also, Lou. Danke, genau, also Lou, der Freund von Donna, wurde dann, also sah die Puppe auch wieder woanders liegen und es wird dann beschrieben, dass er sogar, ja, attackiert wurde von einem, aber nicht direkt von der Puppe, sondern von eher etwas Übersinnlichen und dann mehrere Kratzer auf Brust und Bauch erlitt, die, ja, tief und blutig waren, unter dem T-Shirt, wohlgemerkt. Und er hat dann die Wohnung verlassen und ist da auch nie wieder hin zurückgekehrt. Und danach haben die beiden Schwestern und Schülerinnen Hilfe gesucht, haben dann ein Medium kontaktiert, das festgestellt hat, dass in dem Körper
also in der Puppe die Seele eines verstorbenen Mädchen namens Annabelle eingefahren ist. Und Annabelle möchte eigentlich nur, dass man sich um sie kümmert. Und wenn man sich also um Annabelle anständig kümmern würde, dann würde da auch nichts Schlimmes passieren. Und den Teil der Geschichte finde ich allein schon irgendwie so gleichzeitig verstörend und niedlich. Weil dann so dieses Gefühl, die haben da jetzt ein Medium befragt und dann ist das rausgekommen, dass diese Puppe von einem Geist besessen ist und der Geist möchte eigentlich nur lieb gehabt werden. Und dann zu sagen, okay, das ist völlig in Ordnung, wir haben dich lieb, oh Geist, oh Puppe, die du einen Geist in dir hast und wir kümmern uns jetzt um dich. Ich glaube, auf den Gedanken würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt kommen, das so zu tun. Aber diese beiden Mädels haben dann gesagt, okay, dann ist das eben so, dann kümmern wir uns jetzt irgendwie um die Puppe. Genau. Naja, und dann am Ende ist diese Geschichte an die Warrens herangetragen worden und denen war sofort klar, es handelt sich hier um eine besessene Puppe und es ist dann auch ein Exorzismus versucht worden und am Ende hat man sich aber dann entschieden, die Puppe dann in das Museum der Warrens zu überführen. Hier hat es dann auch mehrere sehr gruselige Ereignisse gegeben. Also einmal gab es dann einen Pfarrer, der von dieser Geschichte erfahren hat, der das Museum besucht hat. Und der hat dann, so wird es beschrieben, die Puppe aus diesem Glaskasten genommen und auf den Boden geschmissen und hat gesagt, du stehst nicht über Gott. Und ist dann also. Der Herr ist stärker. Genau, ist dann von Ed Warren aber gewarnt worden, der gesagt hat, das war jetzt keine so tolle Idee, was du da gemacht hast. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass der einen Autounfall gehabt haben soll mit seinem neuen Auto, den er aber überlebt hat. Aber das neue Auto war total kaputt. Und eine zweite Situation wird beschrieben, wo also jemand mit seiner Freundin zu Besuch in dem Museum war und dann immer an die Glasscheibe geklopft hat und gesagt, los, 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 verletz mich doch, tu mir doch Schaden an, ich glaube nicht, dass du existierst. Und auch da hätte dann Ed Warren dieses Pärchen dem Museum verwiesen und hätte gesagt, ihr geht jetzt besser mal. Und da ist es so, dass das Pärchen dann mit dem Motorrad einen Unfall hatte, bei dem der junge Mann starb, das Mädchen verletzt worden ist, seine Freundin. Achso, und ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Pfarrer vor seinem Autounfall berichtet haben soll, dass er im Rückspiegel kurz vor dem Unfall die Puppe gesehen hätte in seinem Auto. Und das spricht jetzt also dafür, genau, dass man diese Puppe wirklich mit Vorsicht genießen sollte. Die Geschichte wird erzählt von dem Schwiegersohn von Ed Warren, gerne den Medien. Er berichtet auch, dass ihm dafür schon $1 oder 2 Millionen geboten worden sind. Er sagt, auf keinen Fall, das ist viel zu gefährlich. Also für kein Geld der Welt werde ich diese Puppe verkaufen. Und damit haben wir unter Umständen, Alexa, eine echte Horrorpuppe, die man in einem Museum besuchen kann, oder? Zumindest sitzt da eine Raggedy Ann Puppe, die, wie ich finde, schon gruselig aussieht, aber das per ist se, mein ganz persönlicher Eindruck, schon per se, von der das behauptet wird. Tatsächlich, Tony Spira führt sozusagen in der Tradition der Warrens das Ganze weiter und wie du erwähnt hast, ist er auch gerne mal bereit in den Medien oder mal auf seinen persönlichen Kanälen zu erzählen, was gerade zur Sache ist. Letztes Jahr, im Jahr 2020, ist Annabelle nochmal in die sozialen Medien geraten und dort in die Schlagzeilen, wenn man es so nennen will, unter der Prämisse, sie sei angeblich aus dem Museum abgehauen. Das trendete dann so ein bisschen auf Twitter und man hat sich gefragt, ob das stimmt. Und dann hat lustigerweise der Tony Spira sich vor die Kamera gestellt und hat gesagt, er muss sozusagen alle, die das glauben, enttäuschen, aber sie sei immer noch, ja, er hat dann in dem Video erst gesagt, sie sei alive, also sie sei, sie würde leben. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt falsch, der falsche Ausdruck. Also sie ist noch hier und hat dann auch den Glaskasten gezeigt, in dem sie sitzt. Und hat also so diesen ganzen Gerüchten den Wind aus den Segeln genommen und hat auch nochmal betont, ihm würde es sehr, sehr große Sorgen bereiten, wenn das tatsächlich mal passieren sollte, dass sie aus dem Museum entkommt, weil sie natürlich für die Welt so furchtbar gefährlich ist. Das Ganze fußt, das muss man natürlich auch erwähnen, einzig und allein auf dem Bericht von Ed und Lorraine Warren. Andere Quellen für die Geschichte von Annabelle, der Puppe, gibt's nicht.
Ja. Und auch wenn diese Geschichten inzwischen echt weite Kreise gezogen haben und wie gesagt, es da Filme dazu gibt, die davon inspiriert wurden und der Tony Spira wirklich auch Marketingarbeit leistet, um die Legende auch am Leben zu halten oder um die Sage, besser gesagt, am Leben zu halten, muss man es denen entweder glauben oder auch nicht. Ja. Und das mag Leuten, die vielleicht dieser Szene zugetan sind und da ein Fable dafür haben und sowas gerne glauben möchten, leicht fallen, weil Ed und Lorraine Warren wirklich auf diesem Gebiet auch einen gewissen Ruf haben und natürlich auch die ganze Ghost-Hunting-Szene und die ganze parapsychologische Szene maßgeblich mit beeinflusst haben, gerade in den USA. Die sind da wirklich echte Größen gewesen. Die haben von sich selber behauptet, sie hätten ungefähr 4000 Fälle von irgendwelchen paranormalen Aktivitäten untersucht und sogar sozusagen sanktioniert von der katholischen Kirche hätte Ed Warren da Exorzismen durchgeführt. Und sie seien also wirklich absolute Experten und wie gesagt, auch mit dem Fall Amityville Horror House betraut gewesen. Sodass man dann natürlich schon aufgrund einfach dieser Datenmenge jetzt sagen könnte, okay, die haben da so viel Erfahrung, die haben in ihrem Leben so viel gesehen in diesen Jahrzehnten, in denen sie sich damit beschäftigt haben. Das wird schon irgendwie stimmen, da wird schon was dran sein. Das Problem ist halt nur, dass man es absolut nicht verifizieren kann. Wenn man es glauben möchte, kann man das tun. Genau. Wenn man skeptisch ist, gibt es auch genug Quellen, also zum Beispiel die amerikanischen Skeptiker, allen voran der Joe Nickel, die haben sich viel damit beschäftigt und die haben halt irgendwann gesagt, lässt sich alles irgendwie erklären und selbst wenn sich mal ein Einzelfall nicht erklären lässt, weiß man nicht, ob da wirklich was Paranormales dahinter steckt, wie das halt so ist beim Ghost Hunting und bei angeblichen Dämonen und so. Ja, man muss auch sagen, Ed Warren beschreibt sich ja selber als, dass er geborener Dämonologe ist. Also das ist ja sozusagen seine Aussage, wo man sagt, gut, das kann man so sagen, das kann man natürlich nicht verifizieren und insbesondere jetzt bei dem Fall, den wir gerade beschrieben haben, Annabelle, wie gesagt, man hat weder den Pfarrer interviewt, es gibt niemanden, der sich hat identifizieren lassen, dieses Motorradunfallpärchen ist nicht zu identifizieren gewesen und auch die beiden Krankenschwestern sind nicht zu identifizieren gewesen, genauso wie der Freund nicht mehr zu identifizieren ist. Also insofern ist es sehr, sehr schwierig, eine Geschichte, wo man ja so viele Ansatzpunkte theoretisch hätte haben können, um Augenzeugen oder Quellen oder sei es Freundinnen oder Freunde zu finden. All das hat man nicht gefunden. Das macht natürlich so eine Geschichte fragwürdig. Aber was sie natürlich ist, und das habe ich ja durch meine kluge Frau gelernt, ist, sie ist eine verdammt gute Geschichte. Sie ist ein verdammt gutes Narrativ. Es ist etwas, was uns berührt, was uns beschäftigt. Und wenn wir uns das Thema vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der Raggedy Ann Doll, sonst zerfasern wir so. Dass wir nochmal zwei, drei Worte dazu sagen. Weil auch darum, wenn man dann so anfängt zu recherchieren, das ist ja immer so die Hölle. Man kommt ja immer vom Hundertsten ins Tausendste dann rein. Also die Raggedy Ann Doll ist das Titelbild dieser Episode. Geht auf unsere Homepage kurz, guckt es euch an, dann wisst ihr, wie die aussieht. Die kennt ihr auch, glaube ich, alle, weil die gar nicht so unbekannt ist, diese Puppe, die ich auch wie du, Alexa, jetzt nicht so sonderlich super schön finde. Ich würde die meinem Kind nicht schenken wollen, wenn ich eins hätte. Und auch um diese Puppe ranken sich ja nun verschiedene Gerüchte, nämlich die Tatsache, dass der Erfinder dieser Puppe sie erfunden hätte, weil seine 13-jährige Tochter an der Pockenimpfung gestorben sei und er wollte sich damit sozusagen seine Tochter zurückholen und dann sei diese Puppe also ein Symbol gegen Impfungen gewesen. Das ist etwas, was man heute findet. In den letzten Jahren noch als Anti-Impf-Kampagne so verbreitet und diese Vorstellung, dieses Narrativ, dass da ein trauernder Vater ist, der eine Puppe kreiert nach seinem verstorbenen Kind, ist ja allein schon in sich so stark und spricht uns emotional so an, dass man sich dem kaum entziehen kann. Und wenn du mit sowas dann natürlich eine Kampagne ins Leben rufst, dann hast du sofort alle Eltern, die natürlich die Urangst haben, ihr Kind zu verlieren, auf deiner Seite. Und das ist zutiefst manipulativ, sowas zu tun. Zumal es ja leider so ist, wie bei vielen solcher Geschichten, dass ein kleiner, wahrer Kern da durchaus vorhanden ist und allein dieser wahre Kern schon so tragisch ist, dass es einen ganz traurig macht, wenn man darüber nachliest. Ja. Denn wenn man sich das dann genauer anschaut, und es gibt durchaus Quellen, die das sehr genau
aufrollen und auch Historikerinnen und Historiker, die sich mit der Raggedy Ann-Puppe beschäftigen, also wirklich darüber kulturhistorisch forschen, dann kann man schon ganz gut auseinanderklamüsern, wie das Ganze entstanden ist. Vielleicht sollte man den Namen einfach erwähnen. Also wir reden hier über etwas, das sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also so zwischen 1915, 18 und dann 20, zugetragen hat. Diese Raggedy Ann-Puppe wurde erfunden von einem gewissen Johnny Grell. Und der hatte tatsächlich eine Tochter Marcella. Und diese Tochter Marcella ist tatsächlich nach einer Pockenimpfung mit 13 Jahren gestorben. Und Johnny Grell hat dann hinterher aus dieser Raggedy Ann-Puppe, die er sich hat patentieren lassen, auch Kinderbücher gemacht. Die hat dann noch Gefährten und andere Charaktere dazu bekommen, dieses Universum. Genau, und dann ist also das Ganze unter anderem. Genau, ja, Raggedy Andy, der Bruder, genau, ja. Und dann noch ein paar andere Charaktere auch, und das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, eine schwarze Mami-Puppe, nicht? Also ja. Da sind wir wieder im Kontext des frühen 20. Jahrhunderts in den USA. Und dann hat sich das entwickelt und ist eben in die Kulturgeschichte eingegangen. Und jetzt wird kolportiert, dass er das Patent sozusagen bekommen hat und ins Leben gerufen hat, nachdem seine Tochter gestorben war. Ja. Also sie war gestorben nach der Pockenimpfung, er hat getrauert und hat eben diese Puppe sich patentieren lassen. Und dann wurde also kolportiert, dass das eben nach seiner Tochter geformt wurde, dieses Ding. In Wirklichkeit war es aber so, dass er die Idee schon wesentlich früher hatte und das Patent schon früher beantragt hat. Das heißt also, die Planungen müssen dem vorausgegangen sein, um einige Zeit, denn sowas braucht ja auch eine Weile, sowas zu designen, entwerfen und so weiter, dann eben zum Patent anmelden. Durchgegangen ist das Ganze aber tatsächlich tragischerweise einen Tag nach dem Tod des Kindes. Ja. Und das ist natürlich etwas, also er muss wahrscheinlich glücklich gewesen sein, dass es durchgegangen ist, also dass er sozusagen diesen Patentantrag durchbekommen hat. Und dann ist das Ganze aber natürlich auf furchtbare Weise überschattet worden vom Tod des Kindes. Und dieser Tod hat tatsächlich auch irgendwas mit einer, also hat in gewisser Weise was mit der Pockenimpfung zu tun, nur eben nicht so, wie die Impfgegner das behaupten. Das heißt also, das Kind, die Marcella, ist nicht an der Pockenimpfung verstorben, sondern so wird es, so sagt die Forschung, so rekonstruiert man es, an einer Infektion der Einstichstelle. Und wenn man sich jetzt anschaut, wann das Ganze gewesen ist, das muss nämlich dann 1900, ich will jetzt nicht das falsche Jahr nennen, aber ich meine, das war 1915, dann sprechen wir natürlich von vollkommen anderen medizinischen Umständen bei einer Impfung als im 21. Jahrhundert. Und insofern ist der Fall wirklich tragisch, aber noch lange nicht Wasser auf den Mühlen der Impfgegner. Und alleine diese Geschichte zu recherchieren und nochmal nachzuerzählen, zeigt natürlich, wie sehr da auch bei diesen ganzen Puppengeschichten Emotionen involviert sind. Ja, auf jeden Fall. Also über die Geschichte von Raggedy Ann hätte man im Grunde genommen jetzt schon wieder eine ganze eigene Folge machen können. Wir haben es jetzt nur gestriffen, aber man merkt schon, wie sich die Dinge da so ausfasern. Ed und Lorraine Warren, Amityville, das könnten wir auch nochmal irgendwann in einer eigenen Episode behandeln. Das haben wir an anderer Stelle mal getan, aber das könnten wir, glaube ich, nochmal aufrollen. Vielleicht sogar Horrorhäuser nochmal als Thema nehmen, aber heute haben wir ja nun mal Horrorpuppen als Thema. Was gibt es denn noch für weitere Beispiele, Alexa, wenn du sagst, das ist für dich so eine Art Eigentherapie hier heute? Na, mal gucken, ob sowas bringt. Das werden wir dann nachher sehen, ob das die Sache eher schlimmer macht oder vielleicht doch ein bisschen hilft, sowas mal ein bisschen sachlicher anzugehen. Ja. Also man muss, wenn man sich die Geschichte der Horrorpuppen oder sagen wir der Puppen, die auf gruselige Weise lebendig werden, sich anschaut, begibt man sich ins beginnende 20. Jahrhundert. Es gibt einige ganz wenige kurze Anspielungen aus dem 19. Jahrhundert, dann natürlich eher weniger in Filmform, sondern dann in verschriftlichter Form.
Aber im Prinzip ist so das beginnende 20. Jahrhundert der Beginn der Horrorpuppen. Und wir haben Annabelle erwähnt. Es gibt eine weitere, die ich auch nicht minder gruselig finde, wenn ich sie mir so auf dem Bild anschaue. Das ist nämlich die Puppe Robert. Und Robert soll, also ist heute wohl in einem Privatmuseum. Und Robert schaut aus wie ein kleiner Junge, er trägt ein Matrosenkostüm. Auf dem Bild, das ich hier vor mir habe, so wie er jetzt in der Key West Art Gallery ausgestellt ist in dem Museum, sitzt er auf einem Stuhl, auf einem Holzstuhl, hat so ein Hündchen, so ein Stoffhündchen im Arm, hat eben so einen weißen Matrosenanzug mit Hütchen an und sieht aber selber so ein bisschen ramponiert aus. Und das alleine finde ich schon so ein bisschen irr. Die Puppe, so wird es hier beschrieben, ist ungefähr 1,02 Meter groß, mit Holzwolle gestopft. Und Farbrückstände im Gesichtsbereich legen nahe, dass Robert ursprünglich bemalt war. Und der Hintergrund von Robert geht zurück auf den Autor Robert Jean Eugene Otto. Und der soll, so, da sind wir wahrscheinlich schon im Reich der Sagen und Mythen, soll die Puppe geschenkt bekommen haben von einer karibischen Dienerin, als er 4 Jahre alt war. Und diese Dienerin soll angeblich auch eine Voodoo-Magierin gewesen sein und ihm diese Puppe aus Rache geschenkt haben, weil sie schlecht behandelt wurde. Und Robert ist natürlich ja verflucht, besessen, ein böser Geist, wie auch immer, ein ganz, ganz mieser Einfluss auf Robert. Und immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann hat Robert hat Eugene angefangen, Robert zu beschuldigen. Und das ist wirklich dann so ein geflügeltes Wort geworden, Robert did it. Und dazu dann Geschichten darüber, dass er irgendwie über den Boden flitzt und dass dann in seinem Umfeld Möbel umgeworfen werden, so ein bisschen wie bei Annabelle auch. Und das Ganze aber noch ein bisschen früher als die Raggedy Ann-Puppe, die der Grell erfunden hat. Also 1903 soll er diese Puppe geschenkt bekommen haben, der Eugene Otto. Das ist dann schon auch ein Topos, der noch ein bisschen früher anzusiedeln ist und der sich dann aber auch in der Popkultur sehr stark niedergeschlagen hat. Also auch diese Puppen, die so über den Boden flitzen und die man noch gerade so aus dem Augenwinkel erkennen kann, das scheint viel mit dieser Robert-Puppe zu tun zu haben. Und das meine ich auch, die Art der Darstellung, die es zum Beispiel bei Alf gegeben hat. Bei Alf war es, ich will jetzt nichts Falsches sagen, glaube ich, eine Bauchrednerpuppe, um die es da ging. Das Motiv gab es ja immer mal wieder. Das Motiv ist sowieso total verbreitet, die besessene Bauchrednerpuppe. Und man muss Robert quasi erwähnen, wenn man über verfluchte Puppen spricht. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Ein ganz frühes Beispiel für so ein Narrativ, wenn auch vielleicht gar nicht das erste, ist aber eine Folge der Serie The Twilight Zone aus dem Jahr 1963, die dann auch tatsächlich The Living Doll, also die lebende Puppe hieß. Interessanterweise mit Telly Savalas, den kennt heute auch keiner mehr. Früher kannte man den noch als Kojak, aber das ist auch schon lange vorbei, dass das noch jemandem was sagt eventuell. Aber der junge Telly Savalas als Familienvater, der dann von einer ja verfluchten Puppe am Ende getötet wird. Es gibt so einen ganz, ganz kurzen Clip davon, der die Geschichte grob zusammenfasst. Der dürfte aber, glaube ich, drastisch gekürzt sein. Den werden wir euch verlinken auf YouTube. Da könnt ihr da mal reinschauen. Aber bereits 1963 so eine Geschichte in einer sehr beliebten Fernsehserie der damaligen Zeit. Und also als einer der Punkte, warum überhaupt dieses Narrativ, und wir kommen ja nachher noch auf die Filme sicherlich zu sprechen, die es da so alles gibt. Warum das so spannend ist, ist natürlich, das ist ein gut zu machender Effekt gewesen, den man dann irgendwann hingekriegt hat, so eine Puppe zu animieren und einer Puppe Leben einzuhauchen, die dann auch eine Puppe ist, ist natürlich bei weitem nicht so aufwendig, als irgendein Monster zu kreieren oder sonstige Dinge zu tun. Und vielleicht auch deshalb Puppen für das frühe Fernsehen oder das frühe Kino ein sehr beliebtes Ding, um Horror zu machen, neben anderen Aspekten, das sind die psychologischen Dinge, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, aber man konnte es halt relativ einfach. Und wenn eine Puppe sich hölzern bewegte, war das gar nicht schlimm. Da hat man nicht gesagt, boah, ist aber ein schlechter Special-Effekt, sondern das war halt eine Puppe, die durfte sich auch hölzern bewegen. Und das war natürlich ein super Antagonist
fürs Fernsehen, für diese Episode. Wobei das heute schon auch ein bisschen witzig wirkt, diese Episode, weil da auch so sehr viel, ich finde auch sehr viel Sozialkritik dann drin steckt. Ne? Also da in dem Ausschnitt kommt da irgendwann der Satz, du bist gar nicht mein Vater. Sieht man also, dass der Stiefvater ist und all solche Geschichten. Also ganz verkracht, guckt euch die 5 Minuten mal an, lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal anzuschauen. Ich habe so ein bisschen auch überlegt, wie weit man die Kulturgeschichte, wenn man den Begriff ein bisschen weiter fasst und nicht wirklich auf reine Puppen geht, noch spinnen kann. Und man kann unter Umständen motivisch noch sozusagen zurückgehen, wenn man es denn unbedingt will, bis zu Ovids Darstellung von Pygmalion, also einer Statue, die lebendig wird. Ist jetzt schon so ein bisschen sehr weit gespannt, dann das Motiv. Und da eventuell auch Kinderbücher wie Pinocchio eventuell erwähnen, wo wir dann ja schon im 19. Jahrhundert wären. Und man könnte auch E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann vielleicht mit reinnehmen, wo es ja auch um einen sehr lebensechten Automaten geht. Da sind wir dann schon eher im Bereich der Androiden. Also eine Puppe oder ein Automat, der so lebensecht wie eine Frau aussieht, dass der Held der Geschichte sich also in diesen Automaten verliebt, ganz heftig. Und dann merkwürdigerweise die echten Frauen als künstlich und blass und leblos betrachtet, aber dann eben unsterblich sich in diese angeblich so charaktervolle Art des Automaten verliebt. Und das ist natürlich dann dieses Motiv schon ein bisschen auf die Spitze getrieben, wobei wir dann natürlich total weg sind von Kinderpuppen. Ja, definitiv. Ja, wollen wir mal, du hast, glaube ich, ein paar Filme mal rausgesucht. Also ich kenne auch Chucky, die Mörderpuppe zum Beispiel. Das ist auch so ein Begriff, für mich habe ich nie gesehen. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Interesse. Aber da gibt es ja auch diverse Teile davon. Und diese ganze Annabelle-Geschichte hat dann ja am Ende auch dazu geführt, dass es einen Kinofilm gibt, wobei die Puppe im Film eine Porzellanpuppe dann am Ende ist. Also man hat da nicht diese Stoffpuppe genommen, die Raggedy Ann Doll, sondern man hat das Motiv aufgegriffen, wollte vielleicht aber auch nicht da in Copyright-Probleme kommen, wenn man diese Puppe benutzt. Und generell fand man vielleicht diese Porzellanpuppe schöner. Sind das die Conjuring-Filme? Habe ich das wirklich auf dem Schirm? Oder sind das nochmal andere? Annabelle kommt in The Conjuring vor. Und dann gibt es aber, ich musste jetzt nochmal nachschauen, wie viele Teile, einer kürzlich erst erschienen ist von eben diesem Annabelle, von dieser Annabelle-Geschichte, die natürlich auch viel damit zu tun hat, wie die Geschichte von den Warrens sozusagen beschrieben wurde. Genau. Wobei in den Zusammenfassungen, die ich gelesen habe, in den Annabelle-Filmen deutlich mehr Menschen sterben oder zu Tode kommen, als das bei den Warrens der Fall gewesen ist. Weil da das haben wir im Grunde genommen nur einen verbrieften, in Anführungsstrichen, Todesfall, nämlich den Motorradfahrer. Sonst gab es ja keine Todesfälle in dieser Story und das ist bei diesen Kinofilmen halt komplett anders, ne? Ja, das ist ein Schlachtfest. Aber es ist so, ich meine, ich finde ja allein schon diese Raggedy Ann Puppe, die da in einem Warren Museum sitzt, nicht besonders ansprechend und nett. Ja. Aber was sie dann halt im Film in The Conjuring dann draus gemacht haben, also The Conjuring Annabelle, ist irgendwie nochmal hoch 10. Also sie haben da halt, wie du sagtest, eine Porzellanpuppe schon draus gemacht. Die hat so braune Haare, Ponyzöpfchen. Aber die hat auch schon so ein Teint, der so in Richtung Wasserleiche geht, dass es allein irgendwie schon von daher super gruselig ist. Dann hat sie so einen total starren, stechenden Blick. Mhm. Der Mund ist so ein bisschen zu einem Lächeln verzerrt, wie beim Joker schon fast. Wo ich mich dann frage, ob man hier vielleicht schon auch so eine Anspielung auf die Kulrophobie gleich noch mit dazu hat, also die Angst vor Clowns, ob sie damit gleich auch noch hausieren wollten. Weil da so wirklich vieles zusammenkommt und auf die Spitze getrieben ist. Also sie haben da am Design nochmal kräftig rummanipuliert und das hat natürlich mit dieser Raggedy Ann-Puppe, mit dieser Stoffpuppe überhaupt nichts mehr zu tun, mit dieser Ragdoll. Naja, hier haben wir natürlich genau das Prinzip, was ja die Kulrophobie, also die Angst vor Clowns, im Grunde genommen mit der Automatonophobie
mein Gott, ich habe es einmal richtig gesagt. Also der Angst vor muss ich's nicht machen. menschenähnlichen Puppen im weitesten Sinne, da gibt es noch ein paar Unterkategorien, auf die wir nachher noch eingehen, verbindet. Also wir haben ja hier ähnlich bei den Puppen wie bei auch den Clowns das Problem, dass sie irgendwie aussehen wie Menschen, aber man kann natürlich die Emotionen nicht richtig lesen. Und wenn natürlich eine Puppe so ein clownhaftes Gesicht auch noch hat, dann kann das durchaus bewirken, dass Menschen sich nicht wohlfühlen. Wobei es jetzt ja Quatsch ist. Ein Clown ist ja ein handelndes Wesen, wo es mir schwer gemacht wird, die wahren Intentionen zu identifizieren bei so einem Clown. Eine Puppe ist ja erstmal nicht animiert und nicht belebt. Und trotzdem kann natürlich so ein merkwürdiger Gesichtsausdruck, bei dem ich nicht weiß, guckt die freundlich oder guckt die unfreundlich, guckt die böse, guckt die schnippisch, das macht ja was, weil sie dann wiederum doch, und das ist ja gerade bei diesen Porzellanpuppen der Fall, dem Menschen sehr, sehr ähnlich sehen, diese Puppen. Und tatsächlich gibt es, muss ich sagen, wenig Porzellanpuppen, gerade die dann auch noch diese Schlafaugen haben, also diese Augen, die ja da durch die Mechanik immer so ein bisschen so einen dunklen Rand, so fast so eine dunkle Höhle um die Augen herum bilden. Ich finde die jetzt auch nicht ansprechend. Ich weiß, es gibt viele Fans und Sammler von diesen Puppen. Das ist ja auch völlig legitim. Viele Menschen glauben ja auch halten ja auch mich für wahnsinnig, weil ich diese kleinen Plastiksteine sammle, mit denen man so Sachen zusammenbauen kann. Alles gut. Aber ich finde die auch in den seltensten Fällen ansprechend. Ich finde, es gibt ganz hübsche Puppen natürlich, aber einige Puppen auch nicht. Und wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, diese Automatonophobie, das ist durchaus etwas, was es gar nicht so selten, ehrlich gesagt, gibt. Nee, lass uns vielleicht ganz kurz vorher noch ein paar andere Filme erwähnen, okay, damit gut, ich gerne. Das sozusagen aus dem Kopf habe. Ja. Wobei wirklich Einschränkung, die Liste ist alles andere als vollständig. Und zwar eher so gelagert, dass wir uns da ein paar Sachen rausgegriffen haben. Chucky werden wir mal hier nur so am Rande erwähnen. Was ja allein schon für sich genommen eine eigene Serie von Filmen ist, die mal ein bisschen mehr Komödie, mal ein bisschen weniger Komödie sind. Aber ich wollte auf jeden Fall noch The Boy erwähnen und Brahms The Boy, also sozusagen der relativ neue zweite Teil, weil da eine Puppe eine Rolle spielt, die ganz klar schon vorgestellt wird als Kindersatz. Das sind Eltern sozusagen, die ihr Kind verloren haben und die dann eine Nanny einstellen und ihr dann diese Puppe vorstellen und sagen, dürfen wir vorstellen, hier unser Sohn. The Boy sieht auch so aus wie so ein kleiner Junge mit so einem Anzug und so dunklen Haaren, irgendwie ganz brav und ist schon etwas weniger doof und plakativ gemacht, sondern eher so wirklich ganz gut gemacht und mehr so vom subtilen Horror her. Und die Filme, ich glaube, das wäre etwas, das ich mir noch viel weniger angucken könnte als Annabelle. Also der Annabelle-Trailer, also hier The Conjuring, Annabelle von 2014, das ging noch. Aber ich glaube, The Boy würde ich mir ums Verrecken nicht anschauen. Und Brahms The Boy legt dann, glaube ich, nochmal so vom Horrorfaktor her eine Schippe drauf. Also das muss man halt mögen und man muss Horror mögen und aushalten. Und ich erwähne The Boy auch deswegen, weil es eine relativ neue Serie für Apple Plus gibt von M. Night Shyamalan. Servant heißt die, wo auch Eltern ihr kleines, ich glaube 13 Wochen altes Baby verlieren und dann die Frau so sehr leidet unter diesem Verlust, dass sie nur durch eine Puppe also wirklich eine sehr, sehr gut gemachte, sehr realistische Babypuppe als Ersatz für das verstorbene Kind überhaupt wieder dazu gebracht werden kann, irgendwie am Leben teilzunehmen. Und auch hier wird dann eben eine Nanny eingestellt, um sich um diese Babypuppe zu kümmern. Und auf einmal wundern sich alle, warum diese Nanny diese Puppe tatsächlich als reales Kind ansieht. Und dann, auch das werde ich mir sicherlich nicht angucken, aber dann scheinen da halt von dort auszugehen auch sehr, sehr unheimliche Dinge zu passieren. Inwieweit das dann wirklich eher Thriller ist oder dann doch eher in den übernatürlichen Horror geht, weiß ich gar nicht unbedingt. Also wer sowas mag, sollte sich vielleicht auch mal dahingehend umtun. Das nur so als Tipp am Rande. Denn wer auf subtilen Horror steht, wird da sicherlich eine gute Unterhaltung finden, könnte ich mir vorstellen. Ja,
Und gerade eben, weil es ja hier ein Thema ist, was Menschen ja auch wirklich Angst macht, beziehungsweise Menschen, die damit ein Problem haben, also so wie es Menschen gibt, die Angst vor Spinnen haben, gibt es dann eben auch Menschen, die Angst vor Puppen haben. Man unterscheidet dann nochmal in der Unterkategorisierung in die sogenannte Pupaphobie. Das sind diejenigen, die Angst vor so etwas wie Marionetten oder Bauchrednerpuppen haben, eventuell auch sowas wie Handpuppen, also all das, was in irgendeiner Art und Weise auch noch animiert wird, löst da Ängste aus. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Pediophobie mit Ä geschrieben. Das ist die Angst dann tatsächlich vor Puppen so im Allgemeinen. Und das beides sind dann Unterklassifikationen der sogenannten Automatonophobie. Es ist ganz interessant. Wir werden einen Artikel, den hattest du rausgesucht, Alexa, euch mal verlinken. Da könnt ihr eine Betroffene sozusagen in einem Interview hören, die dazu was sagt. Und ich finde es ganz spannend, dass sie bei all den Dingen, mit denen sie Probleme hat, immer noch sagt, sie würde keine Therapie machen müssen oder sieht das noch nicht als notwendig für sich an, weil sie noch ganz gut damit leben kann. Aber sie sagt dann solche Sachen wie, noch habe ich keine Kinder. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte, dann müssten natürlich alle Verwandten wissen, dass sie niemals meiner Tochter eine Puppe schenken dürfen. Und ich finde, hier schränkt es sich dann natürlich schon auch sehr ein. Und sie selber ist auch Lehrerin und kann dann entsprechend Puppen nicht im Unterricht einbringen oder nutzen, wo es eigentlich sinnvoll sein könnte oder wo der Lehrplan sowas auch mal vorsieht. Also da all das sind eigentlich Aspekte, wo man sagt, Mensch, da könnte man eigentlich sehr gut mit einer Psychotherapie einmal helfen, weil im Grunde genommen bei allen Ängsten, so wie sie hier ja sind, im Grunde genommen eine Expositionstherapie, so wie man das auch mit Spinnen zum Beispiel macht, eigentlich einen ganz gute Aussicht auf Heilung liefert und man muss sich dann eben nicht mehr weiter einschränken. Man muss nicht den Freunden und Verwandten sagen, bitte räumt die Puppen aus dem Zimmer, wenn ich bei euch zu Besuch bin oder so, sondern hätte dann wirklich keine Angst mehr davor. Aber andersherum formuliert, gibt es eben Menschen, und viele lassen sich das dann entsprechend auch nicht anmerken, weil sie natürlich sagen, ich möchte das nicht, das ist mir unangenehm, dass Leute das wissen, die dann Angst haben, wenn da irgendwo eine Puppe auf dem Sofa herumsitzt und dann haben die damit ein Problem. Das muss man wiederum auch ernst nehmen, weil das Menschen natürlich in ihrem Leben einschränkt. Sie stresst natürlich total, Angst haben möchte niemand. Und gleichzeitig zeigt das aber auch insgesamt wie so ein Narrativ zum einen eine gute Horrorstory abliefert und für Filme ganz gut geeignet ist, aber dann andersrum auch natürlich zu einer realen Erkrankung von Menschen werden kann. Und Ängste vor etwas zu entwickeln, was irrational ist, das wissen diese Menschen selber auch, dass das total irrational ist und dass natürlich die Puppe ihnen nichts tut, aber Ängste haben nun mal leider die Angewohnheit auch irrational zu sein und auch gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen ist das so. Also bei dieser Frau, die da in einem Interview gefragt wurde, war es ja, was den Hintergrund dieser Angst angeht, nicht so, dass sie Filme gesehen hat und dann Angst bekommt, also, obwohl es spielte auch eine Rolle. Ich glaube, sie hat mal einen Ausschnitt von Chucky irgendwie reingesappt oder so, aus Versehen als Kind. Ich frage mich nur, ob nicht dieses wirklich so oft eingesetzte Motiv der Puppe in Horrorfilmen und gar nicht mal jetzt immer nur in diesen Film, wo sie im Mittelpunkt stehen, wie bei Chucky oder Annabelle, sondern einfach auch mal zwischendurch in unheimlichen Filmen als Prop, einfach um zu zeigen, ja, weiß ich nicht, in einem verlassenen Kinderzimmer, wo du nochmal die verstaubte, etwas angegilbte Puppe als Zeichen der Vergänglichkeit hast und so, ob das uns nicht auch wahnsinnig prägt. Also ob wir natürlich dann die Popkultur prägen mit den Geschichten, die ja auch schon länger erzählt werden. Wir haben ja jetzt festgestellt, mindestens bis zum frühen 20. Jahrhundert kannst du es zurückverfolgen. Und auf der anderen Seite, ob diese Popkultur uns dann nicht wiederum mitunter sehr beeinflusst. Ich kann mich noch erinnern, meine früheste Begegnung, und das ist auch sehr, sehr verschwommen und ich weiß gar nicht bis heute, ob das wirklich so war in dem Film oder ob ich das nur so erinnere, war, dass ich einen Film gesehen habe als Kind, da ging es eigentlich um das Bermuda-Dreieck, wo eine Familie irgendwie so einen Yachturlaub macht im Bermuda-Dreieck, so eine moderne Yacht, was heißt modern, also ich glaube, der Film war aus den 70ern oder so. Und dann taucht da aus dem Nichts ein altes Segelschiff auf, vielleicht sollte es die Marie Celeste sein, wer weiß. Und
sie haben sich das dann angeguckt, also schwamm dann da so rum neben der Yacht und haben sie gesagt, oh, interessant, da gehen wir doch mal rüber und gucken uns das Schiff mal an. Und dann haben sie auch irgendwie, glaube ich, ihr Kind mitgenommen. Und auf dem Schiff haben sie eine Puppe gefunden und haben die dann mit rüber auf ihre Yacht genommen. Und das Kind, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Puppe gruselig fand oder ob es mit der Puppe gespielt hat. Auf jeden Fall, kurz nachdem sie die Puppe mitgenommen haben, tauchten dann an Deck der Yacht ganz viele getötete Möwen auf, die alle so, weißt du, wie bei so einem Vampir irgendwie so gebissen worden waren und blutig waren und so. Und dann war halt, stand so die Frage im Raum, war es die Puppe, die vielleicht die Möwen getötet hat und so. Das ist so meine früheste Erinnerung an unheimliche Puppen im Film. Ich habe nie rausgekriegt, welcher Film das war. Vielleicht weiß einer von euch da draußen das. Dann möge er bitte kommentieren unter der Folge. Ich glaube nur schon, dass mich solche Sachen auch beeinflusst haben. Und wir können auch noch mal einen Artikel vom Smithsonian Magazine verlinken, wo es um die Geschichte von gruseligen Puppen geht. Und da wird auch beschrieben, in einem Museum, wo es einen Raum mit Puppen gibt, der ganz am Ende des Museums liegt, kurz bevor man rausgeht, dass da ganz viele Leute nicht durchgehen wollen, dass die lieber durchs ganze Museum zurückgehen, anstatt durch diesen Raum durchzugehen, um dann das Museum zu verlassen. Also es scheint wohl relativ verbreitet zu sein, sich vor Puppen zu gruseln. Ja, ja, ja. Na, und ähnlich wie der Horror im Hotel, den wir jetzt in der vorletzten Folge, wenn ich ganz falsch mich erinnere, angesprochen haben, bleibt natürlich auch hier zu sagen, das Narrativ ist wiederum eines, was tief verwurzelt in den Menschen ist, was Menschen bewegt, was Menschen beschäftigt. Und deswegen gibt es diese Filme, deswegen gibt es diese Horrorfilme auch, und Horrorfilme per se, haben wir ja auch schon des Öfteren erklärt, leben natürlich auch davon, dass man hier im Kinosessel im Grunde genommen ja weiß, dass mir persönlich nichts passieren kann, ich aber mich trotzdem diesen ängstlichen oder diesen angstinduzierenden Situationen stellen kann, diese auch überwinden kann, immer noch wissend, dass es eigentlich mir ja nichts passieren kann, da fühlen sich Menschen dann auch ganz gut mit, und das hat auch sowas von Bewältigungsstrategie für den einen oder anderen. Insofern kein Wunder, dass es diese Filme gibt. Wir haben sie uns bisher nicht angeschaut. Wie gesagt, diese Twilight Zone Folge von 1963, die kann man sich ganz gut mal gucken. Das geht noch ganz gut. Ja. Alles andere muss nicht sein. Und ansonsten merkt man dann sehr schnell, wie natürlich so Menschen wie die Warrens dann so Narrative auch befördern können, pushen können und dann plötzlich Geschichten deutlich größer gemacht werden, als sie eigentlich sind, ohne dass sie mit irgendwelcher Faktenbasis untermauert sind. Vielleicht sollten wir ganz zum Schluss noch ein, zwei Worte über das Uncanny Valley verlieren, weil das, glaube ich, in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, weil es ja auch viel darum geht, wie lebensähnlich dann oder wie realistisch die Puppen aussehen oder auch nicht und ob das gut ist, wenn sie möglichst realistisch sind. Und das Uncanny Valley besagt ja im Prinzip, dass wir manchmal Charaktere oder Puppen oder was weiß ich, die nicht so sehr menschlich sind, gar nicht so menschlich ausschauen, viel sympathischer finden, als dann, wenn es so total in die Realität geht. Dass dann nicht der Punkt kommt, wo wir sagen, wir können uns total damit identifizieren und finden das irgendwie relatable, also können eine Verbindung aufbauen, weil es so realistisch ist, sondern das reißt dann irgendwann ab und bricht ein. Ja. Mit einem Punkt, so ein Cut-off-Wert, und dann plötzlich ist es dann eben vorbei. Ja, haben wir noch was vergessen? Nö, eigentlich war. Bestimmt, aber vielleicht ist das für euch ein ganz guter Ausgangspunkt, wenn ihr sagt, Mensch, richtig, Horrorpuppen, kann man sie ja mal einlesen. Dann schaut euch mal die Quellen an, vor allen Dingen dieser Smithsonian-Artikel ist relativ ausführlich. Guckt da nochmal rein, und wenn ihr Lust habt, schaut euch die Filme an. Wenn nicht, lasst es lieber bleiben. Man muss sich ja nicht quälen. Ja. Und jetzt will ich aber dann erstmal nochmal wissen, lieber Alexa, was es mit den Nazi- Gummisexpuppen auf sich hat. Ich war unglaublich, dass ich so einen Satz mal sagen würde, hätte ich mir auch nicht zu träumen gewagt. Aber schauen wir mal. Die Auflösung. Ich kann hier offiziell verkünden, dass am Borkhild-Projekt nichts belegbar ist. Das ist etwas, das im Netz als Hoax
existiert und immer mal wieder von den Medien aufgegriffen wird. Und also aus irgendwelchen Gründen scheint die Verbindung zwischen Hitler und Gummipuppen total faszinierend zu sein für die Leute. Und deswegen ist das irgendwie nicht tot zu kriegen. Ja, also es ist nicht tot zu kriegen im Netz, aber es ist halt absolut nichts zu belegen, auch wenn es diese Internetseite, ich werde sie jetzt hier nicht nennen und verlinken, so googelt, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, gibt. Und eben diese Geschichte, dass dann Himmler eingeschaltet wurde, dass dieses Projekt dann halt stattfand und das Deutsche Hygieneinstitut in Dresden da beteiligt war. Und dass dann aber alle Beweise ganz merkwürdig zerstört wurden, sodass man es gar nicht mehr nachprüfen kann. Also all das lässt sich überhaupt nicht belegen. Das Einzige, was so mit real ist, und da hört es dann halt auch auf, witzig zu sein, ist, dass es die Person dieses SS-Arztes, dieses Joachim Mogowski, tatsächlich gegeben hat. Also diesen Menschen hat es gegeben und der hat fürchterliche Menschenversuche durchgeführt im Dritten Reich und ist dann auch völlig gerechtfertigterweise nach dem Krieg als Kriegsverbrecher gehängt worden. Und es ist natürlich so, wir lachen darüber, über Hitler und die Gummipuppe, und das klingt auch einfach so absolut skurril, dass man da auch nur so hilflos lachen kann. Aber wenn du dann liest, dass so eine Person da erwähnt wird im Zusammenhang mit einem Hoax, mit einem fiktiven Projekt, dann hat es natürlich auch immer so ein bisschen ein Geschmäckle von Relativierung des Nazi-Regimes. Und das ist dann halt schon wieder richtig scheiße. Und es ist dann wenigstens noch so okay, wenn die Leute dann bis zu dieser Person kommen, über diese Person nachlesen, was sie Schreckliches getan hat, und dann denken, wie gut, dass dieser Mensch verurteilt wurde für das, was er gemacht hat. Aber anssonsten ist sowas immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auch ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, auch ich habe gelacht, auch wir haben darüber gelacht, und vielleicht ist das auch okay, aber man sollte dann den üblen Kern vielleicht auch nicht vernachlässigen. Mhm. Ja, so. Damit haben wir dann mit dieser Geschichte auch aufgeräumt und kommen zum Ende. Wir haben das schon angeteasert. Wir werden in der nächsten Episode die beiden Bücher, drei Bücher verlosen von Katharina Nukun und Pia Lamberti, nämlich True Facts, was bei Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Ich hoffe, ich habe den Untertitel jetzt richtig gesagt. Wir machen das noch nicht in dieser Episode, weil wir selber nochmal reinlesen wollen ins Buch, weil wir selber neugierig sind. Das haben wir noch nicht gemacht. Und da können wir natürlich bei so einer Verlosung noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen. Würde aber tatsächlich empfehlen, das Buch kann man sich auch jetzt schon kaufen, denn auch das erste Buch schon, Fake Facts, war sehr, sehr gut. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit und gerade in der heutigen Zeit und sowieso immer wichtig aufzuklären. Und wer das dann tut, den sollte man unterstützen. Und ich glaube auch, dass da jetzt nichts Blödes in diesem Buch drinstehen wird. Mit Sicherheit nicht, sondern ich glaube, auch wenn wir noch nicht ausführlich hineingucken konnten, kann man schon mal eine Kaufempfehlung aussprechen. Genau, und damit wären wir am Ende der 277. Episode der Mai-Folge. Wir haben die nächsten beiden Folgen für den Juni wieder geplant. Ihr merkt, gerade habe ich mal wieder ein bisschen Luft, um auch tatsächlich die weiteren Episoden der Ferngespräche wieder in den Feed reinzuholen. Da holen wir jetzt gerade mal wieder auf. Ich hoffe, dass ich da bleiben kann bei diesem Tempo. Und dann sind wir irgendwann da auch up-to-date sozusagen, dass dann wieder im Wochentakt nach dem Ferngespräch als Live-Talk dann das im Podcast erscheint. Ja, und ansonsten, glaube ich, haben wir nichts vergessen, Alexa, oder? War alles drin für heute? Danke sagen für eure Unterstützung, wie immer natürlich, das gehört sich so, und euch alles Gute wünschen, bleibt gesund. Wir hoffen, dass ihr alle den nächsten Impftermin habt, das kann man ja auch nochmal sagen, damit das ganze Spuktheater dann auch mal endgültig vorbei ist und wir wieder Hörer treffen und solche Dinge machen können. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.
Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.